Unser internationales Finanzsystem, das torkelt auf den Abgrund, so nach spektakulären Bankenpleiten im März 2023 in der Schweiz und in den USA liegen die Nerven international auch bei der EZB und den Aufsichtsbehörden blank. Sie wissen doch alle ganz genau, dass die viral kritisch gehenden Äußerungen über die Liquidität diverser Banken, über die Credit Default Swaps und die möglichen Bankruns zum Auslöser genau dessen führen könnten. Und deshalb soll nun Kritik und es sollen Warnungen in den sozialen Medien überwacht werden. Wir bösen, bösen Alternativmedien also, wie es also um ihre Ersparnis und Einlagen bei ihrer Bank wirklich steht und wie sie ihr Geld und ihr Vermögen schützen und nicht den Bank überlassen, das verrate ich Ihnen jetzt. Ob es das letzte Mal ist, das steht in den Sternen, doch die Regulatoren möchten dies tatsächlich durchsetzen. Denn die EZB, die Europäische Zentralbank, drängt nun auf Überwachungs- und Meldesysteme für soziale Medien. Hier sehen Sie selbst bei Apollo News. Die EZB will die Verbreitung kritischer, auch wahrer, ganz wichtig, Informationen überwachen lassen und drängte Banken in Frankfurt dazu, Social Media auf Anzeichen hin zu überwachen, ob sich die Stimmung bezüglich dieser Banken verschlechtert. Damit soll ein möglicher Bankrun verhindert werden. Und darunter versteht man einen Andrang, für denjenigen, der diesen Begriff nicht kennt, vieler Menschen und Bankkunden, die ihr Geld der Bank anvertrauen haben, am Bankschalter oder am Bankautomaten. Wenn sie also panisch ihre Ersparnisse abheben möchten und dies die meisten Menschen tun, und dazu reicht übrigens ein kleiner Teil, dann geraten die Banken ernsthaft in Probleme. Das war auch einer der Gründe, warum im Silicon Valley die Banken wie Dominosteine im letzten Jahr gefallen sind. Das kann dann schnell zur Zahlungsunfähigkeit einer Bank führen. Man erinnert sich nur zurück an den Post dieses kritischen Journalisten im Oktober 2022 zu einem dramatischen Abzug von Kundengeldern bei der Credit Suisse. Dadurch beschleunigte sich der Zusammenbruch der Bank so schnell, dass am Ende die Schweizer Nationalbank helfen musste, die Gelder der Credit Suisse zu schützen, indem man eine Übernahme der UBS anstrebte und letztendlich erwirkte, dass die Aktionäre damit quasi enteignet wurden. Darüber spricht heute keiner mehr. Es soll also ein wahrer Zustand einer Bank möglichst lange verschleiert werden. Diese Frage habe ich mir gestellt. Noch einmal, es geht nicht um Fake News. Darf ich mit euch also künftig nicht mehr über diesen ganzen kritischen Klatsch auf unserem YouTube-Kanal sprechen, wenn es um Banken geht, die in Schräglage sind? Bundeskanzler Scholz sagte im März übrigens noch, das Bankensystem ist stabil in Europa. Doch wie kam Olaf Scholz eigentlich zu dieser Aussage? Im März 2023 kollabierten nämlich in den USA drei Banken, darunter die Silicon Valley Bank. Das ist die Nummer 16 aller Banken in den USA, was die Größe betrifft, die durch einen Bankrun, also einen Bankensturm, zu Fall gebracht wurde. In Europa gibt es die gleichen strukturellen Probleme wie im gesamten internationalen, auch im amerikanischen Bankensystem. Im gesamten letzten Jahr waren die USA übrigens von der Regionalbankenkrise bedroht. Das wären unsere Sparkassen und Volksbanken ein Glück, dass es in Deutschland nicht so weit kam. Aber die Behauptung ist schlichtweg falsch, dass unsere Banken alle sicher sind. Ein Kartenhaus kann schneller zusammenfallen, als Olaf Scholz schnippen kann. Und ein Kartenhaus ist auch nur so lange stabil, bis der kleinste Lufthauch es zum Fallen bringt. Es geht also nur darum, die Menschen im Glauben zu halten, dass das System stabil ist. Probieren wir doch einfach mal am Beispiel der deutschen Bankbilanz zum 31. Dezember 2022, da die 23er Bilanz leider noch nicht veröffentlicht ist. Der Kassenbestand, also der Bargeldbestand aller Filialen, liegt bei 1,793 Milliarden Euro in dieser Bilanz. Wenn wir uns dagegen aber einmal die Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden ansehen und dann genau auf die täglich Fälligen schauen, sehen wir 345 Milliarden Euro gegenüber dem Bargeld- und Kassenbestand aller Filialen von 1,793 Milliarden Euro. Das heißt, nur 0,51% aller Kunden, die ihr Geld vom Girokonto abheben wollen, können dazu führen, dass 99,48% nichts mehr abheben können. Ist das normal? Ja, denn keine Bank hält so viel Bargeld vor. Geld, das man auf einer Bank hat, ist also nur eine Zahl, wenn man in den Bildschirm, ins Handy oder aufs Online-Konto schaut. Und im Notfall stehen diesem Guthaben keine realen oder zumindest nicht in vollem Umfang gedeckte reale Werte gegenüber. Denn das systemische Risiko bringt auch die Einlagensicherung mit sich, die Einlagensicherung, die aber nicht
alles abdecken könnte. Denn ob sich im Krisenfall Kanzler Scholz wieder an nichts erinnern kann wie bei Cum-Ex oder bei diversen anderen Skandalen, das bleibt offen. Doch eines ist klar, wenn es hart auf hart kommt, ist man eher verlassen, wenn man sich auf das Wort des Kanzlers verlässt. Beispielsweise die Gastronomen haben dies im Jahr 2024 gespürt, deren Mehrwertsteueranhebung übrigens versprochen von Olaf Scholz bei 7% bleiben sollte. Und er hat sein Wort auch hier gebrochen. Darüber darf ich übrigens nicht mehr mit euch sprechen, denn ich darf nicht mehr sagen, dass euer Geld bei den Banken nicht sicher ist. Ich darf nicht mehr auf die Risiken bei bestimmten Banken hinweisen. Es soll mir sogar verboten werden, und anderen Social Media Betreibern die Wahrheit zu berichten und euch zu warnen, wenn es wirklich mal zum Notfall kommt. Wie kaputt ein System also sein muss, dass es durch solche Zensurmaßnahmen geschützt werden muss, sollte uns alle zum Nachdenken anregen. Bitte lauft jetzt morgen nicht direkt zur Bank und hebt euer gesamtes Geld, euer Bargeld ab. Denn Bargeld ist letzten Endes auch durch nichts gedeckt. Gehen wir einfach mal strategisch vor und denken darüber nach, welche Werte auch nach einer systemischen Krise bestehen werden. Dann sind es nur die realen Sachwerte, also Immobilien, Aktien und Edelmetalle. Wie Sie und ihr alle das am besten tut, das verrate ich euch in unserem gemeinsamen Webinar mit Ernst Wolf. Am 21. Februar um 19 Uhr, da ist das Ticket, das ihr bekommen könnt, und zwar in der ersten Reihe kostenlos, aber die Plätze sind leider limitiert. Seid unbedingt dabei, ich freue mich, wenn ihr online an diesem Event teilnehmt. Ernst Wolf und ich sprechen über ein finanzielles Schutzschild, das wir euch geben möchten, und welches Ablenkungsmanöver wir derzeit sehen, darüber spreche ich hier mit Ernst Wolf. Es lohnt sich also, euch einen Platz zu sichern und gerne auch im nächsten Video vorbeizuschauen.